Unglaublich. Wie versteckt man etwas, das in allen Welten existiert? Wirf es aus allen Welten in den Raum dazwischen. Raffinierter alter Tier. Ist Jötunheim auf der anderen Seite? Das kann nicht sein. Man geht nicht einfach durch Vanaheim zum Midgard-Gipfel. Aber wie benutzen wir ihn? Lasst uns einen Blick reinwerfen, aber passt auf. Tieres kleine Prüfungen sind nie so einfach, wie sie scheinen. Ist mir aufgefallen. Ziemlich spärlich. Der Sockel. Oh nein! Der Stein ist fort! Der Turm! Er absorbiert die Energie des Steins! Was passiert? Bewegt er sich? Er bewegt sich! Er weiß, was zu tun ist. Der Stein hat seinen Zweck erfüllt. Wir erfüllen Tiers Zauber. Was geschieht jetzt? Ich habe keine Ahnung. Aber schlimmer als der Fall eben wird es bestimmt nicht werden. Oh nein, das hier ist beträchtlich schlimmer. Das ist der Letzte!
Van Hill? Oh je, da kommen sie. Wo sind... Da, wir sind wieder am Midgard. Da ist die Brücke. Geschafft. Der Turm ist wieder an seinem Platz. Jetzt kann uns Tyrs Weltenkammer nach Jötunheim bringen. Wie hat Tyr das gemacht? Odin vermutete, dass die Riesenreste der urzeitlichen Jötner Erschaffungsessenz besaßen. Das Zeug, aus dem alle Welten gemacht wurden. Der Eintrachtstein wurde wohl auch daraus hergestellt. Ihn einem Außenstehenden anzuvertrauen, auch wenn es Tyr war, zeigt ihre Verzweiflung. Und sieh, jetzt können wir endlich alle Feuerschein anzünden und sehen, was geschieht. Also dann, die letzte. Göndul! Ha, wäre im Kampf gegen die Königin nicht schlecht gewesen.